Die rund 40 Flüchtlinge in der noch besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg weigern sich nach wie vor, das Gebäude zu verlassen. Die Gegend ist weiträumig abgesperrt, auch die Presse hat keinen Zugang. Die Flüchtlinge wollen ein Bleiberecht in Deutschland durchsetzen. Sie fordern Bedenkzeit, bevor sie auf ein Gesprächsangebot des Senats eingehen.